Tische Band und hallo Leute, willkommen zu einer Folge Minecraft Last, zur dritten Folge mittlerweile. Und ja, wie ihr es im Titel seht, es ist Zeit für den ersten Neukömmling im Dorf, und zwar Jaspis. Hi! Ja, also Leute, der Plan. Der Plan ist, dass wir ihn jetzt irgendwie ins neue Dorf schaffen. Glücklicherweise ist keiner da, das heißt, dass es ganz glimpflich verlaufen sollte. In der Theorie. Ja, es sollte ganz gut verlaufen. Hast du schon deinen Krempel zusammengepackt? Ja, nachdem mir alle meine Kissen gelootet wurden, habe ich ja gar keinen Krempel mehr, also kann direkt los. Echt? Warte mal, ich komme dich abholen mit hier zu 20 Karotten als Willkommensgeschenk. Was haben wir hier noch so? Weißt du, was das Traurige daran ist? Ich will es Karten schicken, ich will. Kann. Was? Ich hab dich gerade nicht gehört, wenn du mir nur die Koordinaten schicken würdest, ja, dann würde ich es nicht in dein Dorf schaffen, weil ich keine Koordinaten lesen kann. Was? Ich krieg das irgendwie nicht hin, ich lauf immer falsch. Als ob du keine Koordinaten. Lol, da vorne ist dein Haus, gibt's hier noch Elite drin? Nee, gell? Vielleicht könnten wir bevor. Ja, mein Haus wird aufhört. Vielleicht könnten wir, bevor wir das Dorf hier verlassen, ein paar Elite drin mitgehen lassen. Wenn ich ehrlich bin. Wow! Alter. Ich komme zu dir. Ich muss nur den Weg nach oben irgendwie bestreiten. Null. Hä? Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz bei Tori vorbei. Der hat bestimmt ein paar coole Sachen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen ein paar Elytren brauchen wir auf jeden Fall. Dass wir ins neue Dorf verschwinden können, Leute. Ich muss dann auch irgendwie wahrscheinlich einen kurzen Cut machen, damit die Leute nicht sehen, wie wir gelaufen sind. Weil ich habe da schon ein bisschen Angst davor. Ich krieg mittlerweile schon Drohungen, dass die Gemeinde ausgelöscht wird. Das finde ich nicht so toll. Haben schon Leute dein Dorf gefunden? Nein, noch nicht, das ist das Gute. Oh. Hi. Mir wird aber immer gedroht, wenn ich den anderen Organisationen nicht beitrete, dass die Gemeinde ausgelöscht wird. Das finde ich nicht so toll. Die Gemeinde, Mann, die kann keine auslöschen. Junge, willst du nicht mal das gute Holz hier mitnehmen? Eieiei. Hier ist ein Hund. So gutes Holz. Warum schlägt mich ein Hund? Ey, das ist mein Hund, oh, ich hab dich geboxt. Ich setz ihn kurz hin. Gott. Du musst es kurz überleben, nein! Okay, nicht töten. Renn runter. Ich schaff das nicht. Renn zu mir. Ich pack das alles nicht mehr, ich muss Suizid begehen. Ganz ruhig, mein Hund. Beruhig dich. Ja. Ja, gib ihm mal ein Steak oder so. Chillt er jetzt mal seine Eier oder so? Warte mal, hier. Oder gib mir ein Steak. Hier, Karotte. Warte, ich esse erstmal selbst. Hier. Schau mal, der schaut mich nicht mal an, Mann. So abgehoben ist er. Ja, guck mal, er guckt nur mich an. Ja, guck. Ey, das ist. Ich glaub das gar nicht. Ja, jetzt geht alles in Ordnung. Ich muss jetzt mal gucken, wo die ich hab dir doch die Calls geschickt, oder? Der Hund ist suizidgefährdet, was macht er? Ja, die hast du mir geschickt. Ja, hier haben wir sie. Weil dann können wir uns direkt auf den Weg machen, Leute. Und da will ich aber mal sagen, wir machen einen kurzen Cut, bis ihr uns dann seht, irgendwann im Walde, der Schalde. Wo bist denn du? Ich bin hier unten. Hä? Hey? Ich find dich nicht mehr. Hier. Bin hier unten schon. Achso, nee, stimmt. Bevor es einen Cut gibt, müssen wir noch bei den anderen schauen, ob die Elytren drin haben. Weil wir brauchen. Wollte gerade sagen. Ja. Weil für den Angriff, den ich plane, wer. Nein, ich plane natürlich keinen Angriff, aber Elytren, die kann man immer brauchen. So. Ja. Wo ist denn das Haus von Tuchi? Oder Tuchi? Ey, das ist diese Burg da vorne, glaube ich. Da vorne. Das Ding da. Dort einzubringen wird eine. Echt? Nee, stimmt. Nee, stimmt, die hatten Krieg. Die hatten Krieg, Touché und Verschlafen und dann. Nee, Touché gehört zu Verschlafen und dann haben die das Dorf verlassen. Die wohnen gar nicht mehr hier. Hä, sicher? Ja, ich glaube, Touché hat auch sein Haus hier. Ich weiß auch ungefähr, wo es steht. Und zwar bei. Folgst du mir? Hallo? Ja, wo bist du hin? Ah, da. Und zwar bei Flo. Flo sein Haus. Warte mal, wir müssen mal da oben auf den Weg kommen, dass ich mich hier orientieren kann. Also Flo sein Haus, was ich gesprengt hatte, aber wieder aufbauen musste, ganz skurrilerweise. muss ich jetzt nochmal schauen? Zack, 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 zack. Weil ein großer Teil ist ja hier aus der Stadt raus. Und hier leben im Prinzip nur noch Eichi und Kompetenz-Battles und noch jemand. Ich weiß nicht genau, deswegen ist diese Stadt ein sehr großes Ziel, was wir mal in Angriff nehmen sollten, irgendwann mal. Was ist eigentlich mit Ben Julian passiert? Weiß ich nicht. Also irgendwie, den müssen wir auch noch eine Folge machen, wo wir den holen. In das neue Dorf der Gemeinde.
Leute. Wenn der nicht kommt, ne? Den bringe ich um, der hat immer noch meine Sachen. Huch, Hier, huch. Hier ist die Ruine von Flo seinem Haus, Leute. Wie, im Stream wurde hier alles zerstört. So halb wieder aufgebaut. Ich hab's gerade nicht geschafft, über die Brücke zu laufen. Hier ist das Haus von Tushi. So, hast du Essen für mich? Zu essen? Ja, stimmt. Ich wollte hier 20 Karotten. Dankeschön. Zack. Aber ich habe auch leider auch nicht mehr sonderlich viel. Ich frag mich, ob der eigentlich alles mitgenommen hat, bevor er gegangen ist, oder hat der stimmt hier, nicht. Hat der hier noch irgendwas? Da liegt ja auch noch einiges. Ja, ich glaube, der hat alles Wichtige mitgenommen. Die Kisten sind echt komplett leer. Lull. Also das Einzige, was man hier noch verwerten könnte, sind die Blöcke des Hauses, sonst gar nichts mehr. Der hat hier einfach gar nichts mehr übrig gelassen, was ist denn hier los? Glaubst du, es war schon jemand im Endportal? Ne, im End war noch gar keiner, das weiß ich. Das End lassen wir auch noch offen. Hier ist echt gar nichts. Hey Leute, ich dachte, der war ja... Soweit ich weiß, war er ja nicht mal beim Angriff dabei von Verschlafen und so. Aber der hat schon seine ganzen Sachen... Der hat schon die ganze Ding hier geräumt, blöd. Okay, dann... Können wir hier anscheinend nicht mehr so viel absahnen? Das ist schon ein bisschen belastend. Was steht hier? Frohe Weihnachten wünschen euch die Phantomen. Ist das eigentlich der Name dieser wundersamen Gruppe oder wie ist das? Ja, das ist glaube ich der Name von Aichi und keine Ahnung noch wem gewesen. Von Aichi, Leute. Ich dachte, Aichi wäre Wakanda. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber ich hab gesehen, dass die hatten da so einen Livestream, wo die Krieg geführt hatten, und da hat die ganze Zeit irgend so ein Seppi hat die ganze Zeit Wakanda reingespammt. Das fand ich schon ein bisschen komisch in dem Moment. Okay, anscheinend gibt's hier in der Stadt nicht mehr so viel abzusagen. Ich hab grad festgestellt, ich muss die Koordinaten gar nicht ausblenden, weil meine Webcam da direkt drüber ist. Das spielt uns natürlich sehr gut in die Karten. Die Stadt sieht halt doch absolut drip aus, ne? Ja. Guck sie halt mal an, von hier unten, das sieht auch so hässlich aus. Alles komplett zerstört, überall irgendwelche Steinwege hingebaut worden. Das ist noch nix, ich sag's mal so. Wenn die Gemeinde hier einfällt, dann ist diese Stadt hier nicht mehr zu retten. Dann steht ja keine Bude mehr. Dann ist die Stadt hier nicht mehr zu retten. Hey Leute, ich würde sagen, wir sind an dem Punkt angekommen, an dem man uns sowieso nicht mehr folgen kann. Oder zumindest wissen kann, wo wir sind. Hey, wo bist du jetzt hin? Ich bin nach links gerannt ein bisschen. Aber da ist doch gar nichts. Hier bin ich. Guck mal. Hä, siehst du es nicht? Da hinten. Das ist übelst die fette Bude. Hier, da, dahinter. Hä? In die Richtung. Stell mal deine Sichtweite hoch. Da ist. Ja, aber da ist wahrscheinlich wieder das Dorf oder so. Keine Ahnung. Ja, nein, das ist doch nicht das Dorf, oder? Lass mal hinlaufen. Ja, okay, komm, wir müssen da hin. Lass mal hin. Folg mir mal. Ich nehme dich kurz mit. Ja, mein Essen geht mir aus. Also, wenn in dieser Burg kein krasser. Lol. Ach, das ist da hinten. Boah! Ich denk mal, das ist die Burg von... Das ist, ja, wollte gerade sagen, von Verschlafen oder so. Von Verschlafen und so. Also es wäre jetzt krass, wenn wir die gefunden hätten. Das wäre jetzt eine ganz krasse Wendung. Lol. Ich glaube. Hä? Ja, natürlich ist es die. Nee, die haben nicht so eine gute. Hä, ja, das weißt du doch noch nicht. Ja, ich hab den Stream von denen gesehen. Team Black Shadow. Oi. Hä, Team Black... Verschlafen, bin Julian ist bei denen. Ja, erstmal richtig lol. Ausbauen, mal der. Jetzt. Lol, bei mir ist da oben einfach Start. Gronk, what the fuck. So. Digga. Ah ja, hier leben dann auch Touché. Ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht. Touché und so. Aha, sehr interessant hier, ne? Alter, sind das. Okay. Das sind schon ein paar Leute hier. Hast du ein bisschen TNT dabei? Nee, ich hab gar kein TNT dabei. Die haben auch. Hast du Zündpulver dabei? Schwarzpulver? Lass mal auf deren den Nacken irgendwo TNT suchen. Ja, also ich weiß, dass sie hier irgendwo haben. Aber weißt du, was noch wichtiger ist? Essen. Essen hätte ich mega gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber nur leider scheint die mir. Warum hat denn keiner Essen hier? Wir sind halt so gefickt, wenn die jetzt online kommen. Ja, wenn die online kommen. Ich bin da. Moin! So, Leute, ich nehm das verrottete Fleisch. Das kann mir keiner übel nehmen. So, zack. Das esse ich dann mal ein bisschen, dass ich hier halbwegs um die Runden komme. Aber ist mal so for real. Lass mal von hier verschwinden. Irgendwo ein TNT haben oder so. Ja, Schwarzpulver haben die hier, aber ich glaube. Ah, die haben eine Ender-Chest. Die haben keinen Sand. Kann man die abbauen? Wow. Ja, okay, das ist asozial. Aber die haben keinen Sand. Die haben gar nichts. Die sind echt irgendwie. Die haben zwar eine relativ interessante Burg von außen. Wie viele sind denn hier bei denen?
Die können doch, warte mal, hier in dem Erdhaufen ist doch bestimmt was drin. Ich kenne die doch. Schreib dir mal die Chords. Ich save jetzt mal die Chords einfach. Ja, es ist ein bisschen auffällig, dass sie dort waren, wenn da jetzt halt so ein Loch eingebuddelt worden ist, aber scheiße. Also ich glaube, also jetzt haben wir mal die Burg und ich glaube nicht, dass die so in der Laune sind, umzuziehen. Ja, verschlafen, in eurer Stelle würde ich jetzt schon mal ein bisschen Angst verspüren. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt mal von hier verschwinden. Weil das ist mir echt alles hier ein bisschen unheimlich. Hier geht's noch ein bisschen runter, warte mal, hier geht's noch ein bisschen runter, da will ich mal ein bisschen reinschauen. Hier, komm mal hier rein. Okay, was ist hier? Ich weiß es nicht, vielleicht ist da irgendwo fetter G unten drin. Okay. Können wir es vorstellen? Ich glaube, die meinen hier. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja, wir fahren mit dem Lamborghini jetzt los. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Digga. Okay. Ich hatte ja keinen Plan, wo es da hingeht. Oh mein Gott. Ja, ich hab die erste Power Rail einfach nicht mitgenommen. Das war's dann auch wieder komplett. Wo geht's? Das geht ewig lang. Digga. Hä? Ja, was ist das? Wie lang will es noch gehen? Fährst du gerade auch? Ja, gerade auch, hä? Es geht ja mal ultra lang. Der. Was sind das? Ist das Redstone-Fackeln? Was ist los? Das ist rechts am Rand sind Redstone-Fackeln, oder? Um die Rails zu powern. Ja, ich habe 1.11-Pack, bei mir sind die nicht ganz klar. Wie lang ist das noch? Digga, der hat hier einfach eine Schiene vergessen! Ja, ich weiß, aber es geht trotzdem die, weiter, wenn du die bei mir ging's hältst. Nicht weiter. Oh, wir sind angekommen. Echt? Ja, wo kommt man jetzt raus? Kann es sein, dass man jetzt beim Dorf wieder rauskommt am Spawn praktisch? Weil das wäre krass. Das wäre richtig krass. Warte. Hier geht ein Weg hoch, der aber zugebuddelt ist. Okay. Hier geht immer noch einer hoch. Hier geht jetzt eine Leiter hoch. Wo bist du jetzt hin? Und jetzt backen wir da irgendwo im Block. Fliegst du gerade oder wo bist du? Ach nee, da. Ja, wir sind glaube ich im Dorf. Ja, wir sind im Dorf. Lol. Man kennt ihn. Aha. Lass mal, wollen wir hier so? Nee, das wäre zu auffällig, oder? Also ich weiß schon mal, was wir im Fall eines Angriffs machen. Aber egal. Wollen wir uns hier die Koordinaten mal, die screenshot ich mir auch. Achso, ja, ich hab. Ja, egal. So. Okay, Leute. Okay, dann lass die da rein, oder? Lass Achso, zurückfahren. Du bist zurück. Nee, aber dann wissen die ja, von wo aus wir praktisch in unser Dorf gekommen sind. Das sehen die ja. Egal, Leute, denn wir machen jetzt einen kurzen Cut und dann laufen wir ins Dorf. dieses Mal wirklich. Wenn wir jetzt einen Cut machen, ja. Ne? Wir fahren wieder dahin und laufen von dort zu unserem Dorf. Da ist doch näher dran, oder? Schon. Aber dann checken die ja, dass die Minecarts ja da rausgenommen sind, dann wir die zweite Tour genommen haben. Hä? Ja, wir müssen ja wieder zurückfahren, so. Wir haben die Minecarts ja schon hierher transportiert. Ich pack das alles nicht mehr. Ich fahr jetzt los. Scheiße. Gerade so noch bekommen. Ich glaube, man wäre schneller, wenn man einfach die ganze Zeit rennt und springt. Glaube ich auch, aber wir fahren jetzt einfach, wir haben Spaß am Leben, Mann. Digga. Also ich frage mich mittlerweile, da sind ja gefühlt alle aus dem Projekt drin, wen wollen die noch angreifen? Hier? Nee. Ja, hier in der Bude, da im Dorf sind ja nur 2-3 Leute. Hier sind Touché und so. Hast du die Kisten gelesen, weil alles drin ist? Ja, hier sind Touché, bin Julia, Meistergamer, verschlafen und dieser Flix. Oh. Ey, du hast mich zurückgeschubst! Ja, dann bau sie ab! Ja gut. Digga, lässt dir die weg. Ja, ich hab grad gemerkt, die Koordinate hier passt irgendwie doch nicht so toll. Digga! Ich zieh dich ab, Mann. Easy. Wir hätten da gar nicht hingemüsst. Ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen. Ich glaube, wir haben eine Kreuzung verpasst. Oh, scheiße. Digga. Ich sprint einfach gar nicht mehr, weil ich noch. Wir hätten einfach nur hier hoch gemüsst. Ach, stimmt, jetzt habe ich mein ganzes Essen verschwendet. Digga. Wow, GG. So. Dann. Nochmal, lass das hier wieder zumachen. Normaler Stein muss ich kurz nehmen, dann bist du so aufhören. Digga, was ist das denn jetzt? Die haben doch hier nur mit Kobbel gebaut, dann machst du auch mit Kobbel zu. Ah, ja. Ja, gut, so. So. Hä? Wir den niemals aufhören. Hier kann man hoch raus. Das brauche ich essen. Was gibt's hier hinten noch? Hier gibt's gar nichts, die sind arm, Mann.
Ich hab gedacht. Die wurden komplett gelootet, was das Essen angeht. Die wurden halt nicht mal gelootet, weil keiner weiß, wo die wohnen. Die haben einfach nichts. Die haben sich nachgeblendet. Soll ich dir mal was erzählen? Die sind davon ausgegangen, dass die Eiche und sowas besiegen und die Stadt sich holen. Aber nachdem die hier richtig weggeflext wurden, mussten die jetzt hier in dieser Bruchbude rein. Alter, das ist halt echt tüt. Ne? Digga. Lass mal kurz bei denen was zu essen braten, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Die haben Kisten, die haben noch Kohle drin. Die haben das verrottete Fleisch von denen einfach. Also wenn mich da... So. Also wenn da jemand... Ja, ich brate jetzt kurz mein Essen. Weiß ich auch nicht. Wenn die kommen, wir sagen einfach, wir neue Mitglieder. Solange es nicht verschlafen ist, raffen die das eh nicht. Ja. Hier, warte mal. Die heißen uns noch willkommen, Mann. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mitglieder, oh. Ja, guck mal drüben auch noch. Egal, Alter, ich hab. Bin Julian, Elox, Gameset. Oh lol. Ramus. Warum haben die deine Kiste dahin gemacht? Ja, weil die davon ausgegangen sind. Weil die davon ausgegangen sind, dass ich hier beitrete. Da bin ich mal. Lol, wie viele sind es denn? Verschlafen lockt gefühlt alle zu seiner Ding hier, die er als Projekt holt. What the heck? Ich glaube, zur Not müssen wir uns sogar noch mit Eichi verbinden. Der Gedanke gefällt mir irgendwie nicht so. Digga, hä? Warte mal, ich zähl mal. 1, 2, 3, 4. Ne, 4, so. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute. Ah, Digga, das wird sehr problematisch. Das wird sehr problematisch, Mann. Wenn ich jetzt mal gucke. Das Projekt hat 23 Leute. Aber ich hab gesehen, NHB macht auch mit. Echt? Ja. Ja, ich hab den noch nie gesehen hier. Ja, der ist erst neu dazugekommen. Muss ich auch zur Gemeinde holen. So. Natürlich muss jetzt die Gemeinde, Mann. Die Kohle glaube ich den jetzt mal. Hab ich mal ein bisschen erfolgreich was geklaut. So, tschüss, sind weg jetzt. So. Muss los. Lass mal endlich von hier verschwinden, Mann. Oh, da vorne ist mein Haus. Wir sind angekommen. Das ist gar nicht mal so weit weg von denen. Ja, ne, das könnte man so sehen. Es gibt auch noch gar keinen Weg nach oben so richtig. Also das ist schon ein bisschen belastend hier. Ich glaube, du musst einmal außen rumlaufen, dann kommst du da perfekt hin. Aber so irgendwie nicht. Zack, 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 zack. Hä? Ich hab hier so ein Loch im Berg, das habe ich noch gar nicht gesehen bis jetzt. Warte mal, ich baue mich hier einfach richtig random hoch. So. Zack. Und bam, boom, bau. Und ja, Mann! Oh. Wir sind da. Zack. Mhm. Hier, du kannst hier irgendwo auf, weil du siehst es ja, da in der Mitte ist die Mitte. Logisch. Und hier außenrum sind überall Berge. Da würde ich dir empfehlen zu bauen. Du kannst auch irgendwo da drin bauen, aber wäre wahrscheinlich irgendwie nicht so geil. Ich werde mir irgendwas suchen, wo ich bauen werde. Du wirst irgendwas suchen, wo du... Da unten ist mein sehr engagiertes Karottenfeld, Leute. Und da würde ich mal sagen, das soll es von der Folge gewesen sein. Sollten ungefähr so 20 Minuten sein, gar kein Plan. Schaut bei Lieben erstmal vorbei, Link in der Videobeschreibung. Haut rein, mach's gut und ciao.